Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing von einem XXXXL PR-Paket für dich. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen dieses Ungetüm von einem Paket hier auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Der liebe Jan ist ein Berater dort bei Partylight und der folgt mir schon eine Weile und hatte mir dann letztens mal auf Instagram geschrieben und fragte mich, ob er mir eventuell was zuschicken könnte. Und da hatte ich jetzt nicht an dieses Paket hier gedacht. Wow! Er fragte mich auch so ein bisschen nach unserem Einrichtungsstil. Wir sind hier ja im modernen Landhausstil eingerichtet und auch welche Düfte ich so gerne mag, was ich so gar nicht mag. Und so kamen wir dann ein bisschen ins Plaudern, um das mal so zu sagen. Und dann fing er an, in sein Lager zu gehen und sagte dann auch, dass er da extrem viel Spaß dabei hatte, mir ein Paket zu packen, und das finde ich so, so geil. Und wir haben allerhand Sprachnachrichten ausgetauscht und Jan, ich bedanke mich jetzt schon mal von Herzen. Es hat mir eine riesengroße Freude bereitet, überhaupt mit dir in Kontakt zu treten, denn du bist total sympathisch. Das war echt cool. Wir haben uns neben dem Paket natürlich auch überlegt, nicht nur, was kann ich hier so zeigen, weil das bringt euch auch nicht so viel, sondern auch, was kann ich euch entsprechend zurückgeben. Und zwar kann ich in diesem Video ganze 5-mal einen 10-Euro-Gutschein verlosen auf der Partylight-Seite. Und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Ich habe jetzt nur ein bisschen Angst immer noch vor diesem Paket. Mensch, Jan, was hast du da reingepackt? Und was er auch noch geschrieben hat, ab einem Bestellwert von 50 Euro bekommt ihr eine kleine Überraschung nochmal zusätzlich mit ins Paket reingepackt von ihm. Und ich bin mal gespannt, was er mir so als Überraschung in dieses Paket gepackt hat. Hui! Ich sehe einen Brief, ich sehe einen Brief! Oh mein Gott, und es riecht so geil hier gerade raus, Leute. Ich nehme einen Duft von Blume wahr. Okay, er hat mir auch gesagt, er hat mir eine Sprachnachricht geschickt, wo er auch gesagt hat, dass er sogar kleine Zettelchen an die Sachen dran gemacht hat. Und hier haben wir einmal den ersten Blick ins Paket. Liebe Claudi, welcome to Partylight. Ich zitiere, herzlich willkommen in meiner Welt. Hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show. Hab ganz viel Spaß von dem lieben Jan. Du bist eine verrückte Nudel. Dankeschön. Hier haben wir erstmal ein Heftchen von Partylight. Da ist dann nochmal das ganze Sortiment abgebildet. Oh ja. Also wie gesagt, ne, es ist wirklich für jeden Geschmack auch was dabei. Von wirklich ganz industriellem Design bis zu bunten Buddhas, hätte ich jetzt einfach mal gesagt, ist da alles vertreten, was das Herz begehrt. Das ist echt wahnsinnig schön. Okay, wow, ich habe jetzt erstmal ein Thumbnail gemacht, weil wie unfassbar schön sieht das bitte aus. Jetzt muss ich es nochmal hochheben. Ich bin total platt, es ist so schwer. Es ist so geil, dieser Blick in diesen Karton. Wahnsinn. Ich greife random rein und nehme das erste raus. Essential Duftwachsglas. Tamboti-Wälder. Wenn du mich fragst, riecht das nach frisch gewaschenem Mann? Nach frisch gewaschenem Mann. Okay, ich bin sehr gespannt, wie du empfindest, wie frisch gewaschener Mann riecht. Es fängt schon mal gut an, Leute. Okay, wow. Erstmal das Glas finde ich von der Form richtig, richtig schön. Die Farbe gefällt mir auch richtig gut. Und ja, der Duft, der rauskommt. Es riecht 1A, genau wie mein Freund, wenn er aus dem Bad kommt, wenn er frisch geduscht ist, ja. Boah, das riecht voll gut. So ein sehr maskuliner Duft. Es riecht wirklich, ich kann das gar nicht anders beschreiben. So ein Hauch Moschus ist da auch mit bei. Super, sowas kann man schön ins Badezimmer stellen. Und es riecht echt geil. No. Und diese Glasform finde ich auch ganz besonders. Ich habe übrigens gehört, dass bei den Kerzen von Partylight gibt es eine einzige Regel, sage ich mal. Man sollte jede Kerze, die man anmacht, auch wirklich komplett so brennen lassen, dass die einmal komplett oben auch flüssig geworden ist. Und dann darf man die erst auspusten, damit man halt vermeidet, dass man halt diesen Tunnel in der Mitte hat und außen drum zu nur noch dieses Kerzenwachs stehen hat am Ende. Ne? So brennt die halt richtig wundervoll runter. Das finde ich echt klasse und boah, richtig gut. So, ich habe hier die nächste Kerze und ich finde ja tierisch cool diese Docht
Schützer, ne? Das ist für mich immer wieder so ein Traum, wenn ich sowas in die Finger kriege, da kriege ich, habe ich dann immer Spaß mit. Okay, also das ist schon mal von außen auch eine richtig schöne, ein schöner Kerzenhalter, ne? Ich weiß gar nicht, ich rieche erst dran. Oh, das riecht nach einem sehr weiblichen Parfum. Übrigens bestehen die Kerzen auch aus 100% Sojawachs, was ich auch total interessant finde. Deswegen sind die dann auch sehr, sehr natürlich. Boah, das riecht gut. Was ist das? Amber Suede. Chaleur Ambré. Okay, das riecht gut. Nach einem schönen, weiblichen Parfum, finde ich einfach. Das riecht richtig, richtig toll. Kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man mal Gäste da hat oder so, dass man den Duft dann einfach auf der Anrichte anmacht und dann hat man die ganze Zeit halt so einen schönen weiblichen Parfumduft in der Luft. Das riecht gut. Okay, dann habe ich als nächstes hier etwas sehr gut Eingepacktes. Puh, da kommt was Blaues raus. So kleine blaue Viecher. Okay. Oh, da hat er mir was gebastelt. Hier haben wir nämlich ein sehr maritimes Arrangement, was ich wundervoll finde, für unser Badezimmer. Da ist Licht. Licht, geh weg. Man nennt es Sonne, ne? Aber echt schön. Da habe ich in der Mitte ein Teelicht, hier außen drum zu, so einzelne, diese blauen Viecher, Dekosteinchen und ein paar Muscheln. Und auch, das ist echt schön. Das gefällt mir. Das kannst du entweder so als Windlicht draußen auf die Terrasse stellen, weil wir haben ja auch bei uns einen großen Garten und einen Teich und so weiter. Da passt das Maritime auch bei uns total gut. Oder halt, wenn man irgendwie Gäste da hat oder für sich selber halt irgendwie im Badezimmer. Das habt ihr wahrscheinlich auch in meiner Haarroutine gesehen, wie unser Badezimmer eingerichtet ist. Sehr grau, türkis, hellblau, sehr maritim auch. Und da passt das 1A von der Farbe auch rein. Richtig schön. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das stelle ich uns ernsthaft dann auch auf die Fensterbank. Das sieht nämlich echt toll aus. Und er hat mir noch ein Kärtchen. Ein Kärtchen dazu geschrieben. Zuallererst, Dankeschön, dass du mitmachst. Gerne, Mensch. Das ist ein selbstgemachtes Geschenk für dich. Danke. Extra türkis, damit es zu deinem Türkis-Fable passt. Merkt man das? Nein? Dankeschön. Ich habe was Türkises an und ich habe türkise Ohrringe und ich habe türkise Fingernägel und da ist ein türkiser Teelichthalter. Das passt offenbar, ne? Außerdem sieht man hier, was man mit unseren aufgebrauchten drei Duftwachsgläsern machen kann. Danke. Ach, guck mal. Okay, also wenn du dann ein Duftwachsglas hast, was quasi, wo die Kerze komplett rausgebrannt ist, kannst du dir so ein Ensemble daraus basteln. Das ist ja Self, das ist DIY, das ist cool. Mensch, Jan, du bist ja kreativ. Geil. Dankeschön. Und er hat mir auch noch in der E-Mail geschrieben, ja, er hat mir eine sehr informative E-Mail geschrieben, dass die Kerzen von Partylight die einzigen Kerzen sind, die tatsächlich nicht gesundheitsgefährdend sind, was ich echt cool finde, oder? Das, ja, finde ich cool. Dankeschön. Mann, das ist echt cool. Ich denke, das Produkt brauche ich nicht erklären. Ich habe mir was von Barbour mit reingelegt. Active Night. Aktivierung über Nacht. Richtig geil, das sind Ampullen. 7 Ampullen, Leute. Boah. Danke, Jan. Cool. Kann ich wirklich gut gebrauchen, ja. Ach schön, da hat er mir eine kleine Teelichtmischung-Box zusammengepackt. Und die kostet 12,95, wenn man die so kaufen würde. Und hier haben wir schon direkt so sehr, sehr, oh ja, sehr süßliche und sehr zimtige Düfte drin. Und das dann halt so in Kombination, ich glaube, das kommt richtig gut. Vielen Dank. Boah, das riecht hier gerade richtig toll. Oh, da kann man sich gerade richtig schön durchschnuppern und da hat man halt auch verschiedene Farben drin, verschiedene Duftrichtungen. Was haben wir denn hier? Spiced Pumpkin, Golden Birch, Apple Chai, genau. Plum Brandy, Whisky Toddy. Wer ist denn Whisky Toddy? Ist das der hier? Ich weiß nicht. Und auch hübsch vor allem, ne? Wenn das dann auch verschiedene Farben sind, das ist dann natürlich auch so ein bisschen designtechnisch meins. Das finde ich immer sehr, sehr praktisch. Danke. Okay, komm, wir nehmen jetzt mal so ein großes. Huch. Shining Moments haben wir hier im Karton. Hilfe. Meine absoluten Lieblingsteelichthalter. Oh mein Gott, sind die schön. Oh mein Gott, ja. Das ist voll, voll passend für unser Wohnzimmer. Mega. Und zwar sind hier 3 verschiedene Größen von diesem wirklich unfassbar,
unfassbar schönen Design. Du hast hier unten das Gold-Kupferfarbene, hier oben so ein bisschen Rose Gold, sage ich mal. Und bing, das sind halt drei verschiedene Größen. Mega schön. Von innen ist es halt so Silber. Und dann könnte man entweder das entsprechend befüllen mit Füllmaterial und dann die Kerze reinstellen. Oder, hier ist auch noch mit dabei, so kleine Halter, damit das Teelicht dann nicht so nebenläuft. Oder halt die Votivkerze, ne? Was auch immer du da reinstellst, finde ich so cool. Also hier könnte man quasi dann das Teelicht so draufstellen und auf die Seite dann die Kerze. Das ist so schlau. Ich habe das so oft, dass ich dann so eine Kerze habe, die ich dann in Gläser reinmache und dann brennt die halt ab und das Wachs läuft dann gegebenenfalls runter und dann habe ich das im Glas und dann habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich das rauskriege, ne? Und jetzt hat man da echt so eine Lösung. Das finde ich voll schlau. Dankeschön. Und vor allem auch einfach schick, ne? Also mir gefällt's. Vielen Dank, da hast du echt voll unseren Geschmack getroffen. Mega. Boah, wenn mein Freund das gleich sieht, der hat mich eben schon gefragt, oh, Claudia, willst du nicht mal so langsam das Paket auspacken? Er ist genauso neugierig wie ich. Und da kann ich voll verstehen, dass es deine absoluten Lieblingsteelichthalter sind, weil die sind so dieses schlicht, aber trotzdem haben die halt auch irgendwie so eine ganz besondere Besonderheit. Genau. Und wir haben auch viel Kupferdetails bei uns im Wohnzimmer. Jedenfalls versucht mein Freund, das immer mehr reinzubringen, weil das ist voll sein Ding. Wir haben zum Beispiel ein kupferfarbenes Geweih, einen kupferfarbenen Hirschkopf über unserem Kamin. Frag nicht. Und wie versprochen, etwas für euren Garten. Wir haben einen wirklich, wirklich, wirklich großen Garten. Und da kann man sowas sehr gut gebrauchen. So ein bisschen Gartendeko. Das hatte ich auch auf der Homepage gesehen. Das finde ich so schön. Ich baue es mal schnell zusammen. Das kann man entweder einfach so hinstellen. Das ist echt so gut verarbeitet und so schick. Ich meine, guckt euch das mal an, ne? Richtig toll. Und dann kannst du hier oben ein Teelicht reinmachen. Teelichter habe ich jetzt ja auch bekommen. Also entweder, wie gesagt, so hinstellen oder man nimmt sich dieses Hängeding, kann das dann hier so reinhängen und dann kann man das aufhängen. Voll cool, oder? Ich finde das mega schön. Dankeschön. Und die machst du dir mal an, wenn du dir gerade eine Maske gönnst. Entspannung, B-Balance, Duftwachsglas. Das ist diese Verpackung. Die Düfte werden übrigens alle aus 100% ätherischen Ölen gewonnen. Und das finde ich ganz cool, weil wenn ich zum Beispiel bei mir wasche, im Keller habe ich ja auch meinen Waschball und da mache ich ja auch ätherische Öle drauf, um halt die Wäsche so ein bisschen zu parfümieren. Also von daher, das passt einfach auch volle Kanne zu uns. Oh, wow. Oh, wow, ist das schön. Guck mal, das hat sogar ein Armband mit dabei. Das finde ich schick. Be balanced. Dann hast du hier ein Armband. Mega cool. Dankeschön. Das sieht schon mal richtig schön aus. Das riecht so angenehm nach Creme. Zedernholz und Vanille. Aber da ist die Vanille dominanter. Das gefällt mir. Und das ist so eine Zweidochtkerze. Und auch hier einfach anzünden. Die erste Schicht brennen lassen, ne? Dass es halt komplett verflüssigt ist. Und dann kann man die erst ausmachen. So schön. Und dieses Band da drum zu ist auch so hübsch. Finger weg, Claudi. Schön zeigen. Also das sind halt auch so typische Produkte, die man nehmen kann für Instagram-Fotos oder so. Also, oh guck mal, da ist sogar so eine richtige Einkerbung für dieses Band. Ach Mensch, das ist voll schön. Danke. So, was haben wir hier? Ach du Scheiße. Barbors Genovage Age Preventing. Erstmal vielen Dank. Ich weiß, dass ich alt bin. Nein, alles gut. Balancing Cream, Combination Skin für Mischhaut habe ich. Mal was anderes als Kerzen. Es steht zwar drauf für Mischhaut, ich nutze sie aber sehr gerne auch bei trockener Haut. Sie riecht so gut. Okay, ja, dann muss sie auf jeden Fall mal getestet werden. Ja, vielen Dank. Das ist so ein kleines Goodie einfach mal mit dabei. Das finde ich so herzlich, Leute. Ich raste aus. Ich finde das, ich finde es Wahnsinn. Jan, vielen, vielen Dank. Ich kann gar nicht, keine Ahnung. Ich kann gar nicht aufhören, hier zu staunen und zu grinsen und das geil zu finden. Shining Moments. Maxi-Teelichthalter Frühlingsblütenschön. Ich dachte, das passt zu eurem modernen Landhaustee. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Oh. Wow. Das sieht aus wie Holz. Aber man hört, dass es definitiv kein Holz ist. Und hier haben wir eine Glasschale. Oh. Richtig schön. Guck mal, das sind Pusteblumen da drauf. Das nicht geil? Voll schön. Das ist echt, das ist wirklich, ja, moderner Landhausstil. Das kommt sehr, sehr nah dran. Mega schön. Und wenn da eine Kerze drin brennt, ich glaube, das sieht hammerschön aus.
Boah, der hat echt alles hier beschriftet. Das ist echt Wahnsinn. Holly Jolly Berry. Riech einfach. Okay. Boah, riecht das geil. Das riecht wundervoll nach einem Erdbeer-Kirsch-Himbeergemisch. Das riecht richtig gut. Boah, krass. Und da sind 6 Stück drin. Die Dochte sind übrigens auch ohne Blei, das hatte er auch dabei geschrieben. Und er sagte auch, dass es irgendwie nur sichere Wachse sind. Da weiß ich jetzt nicht, was genau das bedeutet. Kerzenkenner wissen wahrscheinlich, was damit gemeint ist. Für mich hört sich das einfach sehr sympathisch an. Votivkerzen. Ein Partylight Unikat, okay. Pinke Guave Sommer pur. Boah, die riechen nach Rose, nach Pfingstrose fast schon. Oh. Also da wird uns safe das ein oder andere Licht aufgehen, dank dir, Jan. Wahnsinn. Und hier ist deine samtige Rose. Oh ja. Ja, ich habe ja gesagt, Rosenduft ist mein Lieblingsduft, ne? Oh mein Gott, ja. Oh, das riecht nach cremiger Rose tatsächlich, ja. Riecht richtig, richtig gut. Ich will am liebsten gerade reinbeißen, ey. Mm. Ich glaube, hier ist ein Klebi abhanden gekommen. Ich kann ihn nämlich gerade leider nicht finden, der zu diesem Päckchen passen würde. Und die riechen nach Orange oder so. Die riechen, oder nach Peach, würde ich jetzt sagen. Die sehen auch so peachy aus, ne? Aber sehr, sehr zart vom Duft, sehr angenehm. Da haben wir wirklich viel für Romantik und Stimmung und Wärme. Danke für deine Herzenswärme. Und der Spike dazu. Spike kenne ich noch von Buffy. Oh, den fand ich ja cool, ne? Ich glaube, der gehört zu dem Gartenset. Das sieht nämlich so aus, als müsste das in die Erde. Und das hier ist er zusammengebaut. Genau, den kann man hier unten dann einmal in die Erde stecken. Dann steht der. Und hier oben kann man dann das aufhängen. Voll schön. Guck mal. Das finde ich schick. Mega. Oh mein Gott, ich habe hier noch mehr von Barbo drin. Hast du da irgendwo eine Quelle bei hier? Das ist ja Wahnsinn. Meine Lieblings-Bodylotion, aber eher für den Herbst oder Winter. Sehr warmer Duft. Barbo's Bar Balancing Bodylotion 200 ml. Die wird dann auch im Herbst, Winter verwendet. Die mache ich dann jetzt noch nicht drauf. Ne? Damit dein Freund auch nicht leer ausgeht. Ja gut. Barbo Men Vitalizing Hair and Body Shampoo. Ja, 200 ml. Vielen, vielen Dank. Da wird er sich freuen. Das ist auch super hochwertig. Und der hatte ja gerade das Geburtstag. Also, ne? Kriegt er das einfach mal jetzt von dir als Geburtstagsgeschenk. So, hier haben wir was Flaches. Duftsticks im Duft frisch gewaschener Mann. Geil. Also Tamboli-Wälder. Für Schlafzimmer oder Bad. Ja, da bin ich immer gespannt. Der frisch gewaschene Mann. Tamboti, nicht Tamboli, Claudi. Tamboti Woods. Das finde ich ja auch geil. Ich habe sowas ja tatsächlich in dem Hobbyzimmer von meinem Freund auch stehen, weil er da ja auch Sport macht. Da sind so Duftstäbchen. Das heißt, dann wird es da auch ganz gut kommen, um das mal so zu sagen. Okay, geil. Das sind die Duftstäbchen. Die sind hier noch drin, gut verschlossen, aber ich kann so an der Packung riechen. Und es kommt ganz gut durch, muss ich wirklich sagen. Riecht wirklich wie die Kerze auch vom Anfang. Richtig geil. Okay, die darf man nicht anbrennen. Steht hier extra drauf. Das finde ich auch interessant. Ich mache die hier einfach mal auf. Komm, was soll denn der Falschgeiz? Hier ist ja noch extra so ein Verschluss, ne? Da kommt, glaube ich, jetzt voll der extrem heftige Duft raus. Oh ja, wow. Frisch gewaschener Mann, aber geil. Ich schaue auch mal, ob ich euch die ganzen Produkte irgendwie in der Infobox verlinkt bekomme. Das wäre ja auch ein Traum, ne? Dann könnt ihr nämlich direkt draufklicken und dann kommt ihr zu den Produkten. Ich kriege das irgendwie hin. Ich vermute, dieser Duft ist nicht deins, aber das ist mein persönlicher Lieblingsduft. Daher durfte es nicht fehlen. Das stimmt. Ja, wenn es dein persönlicher Lieblingsduft ist, dann gucken wir uns den mal an. Nein, das riecht tatsächlich gut. Das sind Teelichter und die riechen sehr, sehr fruchtig, sehr angenehm. Die mag ich wohl. Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen anders riechen, wenn man die anmacht, aber die riechen so in der Packung echt gut. Du sagtest, du liebst Jasmin. Hier hast du sie. Dann habe ich hier Jasmin-Tee. Ja, Jasmine Jade. Ja, und Jasmin. Oh, die sind auch schön. Mann,
Also von der Farbe her, weil Türkis, sorry. Natürlich, ne? Oh ja. Oh, die riechen so angenehm, blumig nach Jasmin. Dieses Hauch. Dankeschön. Boah, die riechen gut. Oh, unser Haus wird so gut riechen, dank dir. Ich sag dir das. Ich meine, das riecht ja sowieso schon gut, aber durch den Hund, ne, musst du manchmal noch so ein bisschen Duft drüber packen. Mega. Eisfrüchte. Ich hoffe, es ist dir nicht zu süß und schwer. Der absolute Duftklassiker bei uns. Oh, da kommt schon ein krasser Duft raus. Mega angenehm. Oh, ist das schön. Oh, Iced Snowberries. Leute, guck mal erstmal, wie schön dieses Glas ist. Lass uns da erstmal kurz drüber reden. Wir haben ja hier auch schon in das Glas eingearbeitet wohl diese, boah, diese Blüten. Das sieht so, so schön aus. Oder? Das gefällt mir richtig gut. Dann hast du hier oben so einen schönen Deckel. Richtig hochwertig, Leute. Das ist eine Dreidochtkerze. So angenehm. Das hat so eine frische Note mit dabei, eben wegen diesem Eist. Und dann hast du dieses beerige, leicht fruchtige. Boah, das riecht wundervoll gut. Vielen, vielen Dank. Oh, ich bin auch so gespannt, wie meinem Freund das Ganze auch so gefallen wird, ne? Weil unser Haus wird ja so riechen. Ich denke, er wird es mögen. Danke. Wow. Gönn dir eine Auszeit, sagt er. Geil. Refreshing iPads. Von Barbour natürlich. Du hast da irgendwo eine Quelle. Dankeschön. Pino Moisturizing Facial Mask mit Panthenol. Sensitive and Regeneration. Regenerating. Das ist auch voll meins. Da habe ich zwei Gesichtsmasken drin. Mega. Granatapfelextrakt, Provitamin B5, Vitamin E, Rosskastanienextrakt, Avocado und Jojobaöl. Cool. Wird verwendet. Exotisches Hinoki-Holz. Wirklich mal was ganz anderes. Hat das auch geschrieben. Perfume for your home. Oh ja, das kann man gut gebrauchen, dass das Haus auch mal ein bisschen Parfüm bekommt. Guck mal, wie schön das vom Design her ist, oder? Wahnsinnig cool, das gefällt mir. Also optisch schon mal richtig toll. Hast du hier so Blumen drauf und Gräser. Das sieht so ganz besonders aus. Ich glaube, also von der Farbe her natürlich wieder voll meins. Es ist Petrol, es ist grün, es ist Gold. Voll mein Ding. Und ich glaube auch vom Design her wäre das auch voll das Ding von meinem Freund. Oh, wieder eine Dreidochtkerze. Das mag ich aber. Das riecht so ein bisschen nach, wie wenn man in so ein Modegeschäft für Männer reingeht. So riecht das, aber ich mag das. Es riecht gut. Also meiner Meinung nach ein bisschen maskuliner und ein bisschen limonig. Holzig würde ich nicht unbedingt sagen. Wahrscheinlich auch ein bisschen, wenn man die anmacht, riecht es dann wahrscheinlich auch nochmal anders. Aber Leute, wie schön ist diese Kerze bitte. Oh. Sommerleinen. Frisch gewaschen. Okay. Ach so, und es gibt ein Angebot. 2 für 49,90 und normalerweise kosten die 34,95. Und das gilt wohl für die Dreidochtkerzen, die ich hier gezeigt habe. Das ist cool, das wusste ich auch nicht. Und du hast ja echt unfassbar wenig, also es ist alles richtig gut verpackt, aber du hast ja unfassbar wenig Verpackungsmaterial, ne? Das finde ich auch richtig geil. Sunkist-Leinen. Oh, wieder diese Verpackung, dieses Glas, das kannst du wirklich, hat er auch super in diesem, ne? Das kannst du super schön auch wieder recyceln. Das ist so schön. Mann, das gefällt mir einfach. Boah, das riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Da hat er recht. Oh, riecht voll nach frisch gewaschener Wäsche. Riech mal. Leute. Dankeschön. Das ist ein typischer Duft. Den hat man gerne, weil der einfach so dieses Vanille-Duft im ganzen Haus versprüht. Last but not least habe ich hier einen Brief von Ihnen ganz unten im Paket. Mit Liebe selbst gemacht. So, liebe Claudi, du bist am Ende meiner Überraschungsbox angekommen. Oh ja, ich hoffe sehr, dass du ganz viel gefunden hast, was dir gefällt und dir deinen Alltag etwas versüßt. Denn genau dafür sind wir da. Definitiv. Also nicht nur durch das Design von den Produkten, sondern auch von den Düften her. Das hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Das ist hochqualitativ und das ist 1A. Also von meiner Seite Hut ab, geile Produkte. Ich freue mich schon riesig auf dein Feedback und vor allem auf dein Video dazu. Ja, hast du dann jetzt ja gesehen, ne?
Genug der langen Worte. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Aufbrauchen und Genießen. Grüße Sammy von mir. Mach ich. Die Kerzen sind Lebensmittel, ey. Echt? Oh, und nicht giftig. Das ist auch gut für Sammy tatsächlich. Danke für die Info. Und unbekannterweise auch deinem Freund. Mach ich. Ganz liebe Grüße aus dem Westerwald, Jan. Dankeschön, lieber Jan. Also du hast mir, uns, eine riesengroße Freude bereitet. Und du wirst auch mindestens 5 Leuten, die dieses Video schauen, eine riesengroße Freude bereiten. Mensch. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen was aufzuräumen hier. Jan, vielen, vielen Dank. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich sitze hier im Raum. Es ist ein enormer Duft von den ganzen Duftkerzen halt, ne? Aber ich habe keine Kopfschmerzen. Und das spricht schon mal für sich, denn ich bin ja Migräne-Mensch, ne? Also ich kriege unfassbar schnell von Düften auch Kopfschmerzen. Habe ich hier gar nicht und das ist so angenehm. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!